So gut wie jeder Bayreuther kennt die Gefängnismauern der JVA St. Georgen. Wie es dahinter aussieht, wissen die wenigsten. Das Leben jenseits der großen Mauern verläuft wie in einer kleinen, eigenständigen Stadt und beginnt, wenn die meisten Bayreuther noch schlafen. Der Tagesablauf in der JVA beginnt um 5.30 Uhr mit Aufschluss. Dann um 7 Uhr rücken sie zur Arbeit aus. Die dauert dann bis 15.45 Uhr, ist Einrücken. Und dann beginnen die Freizeiten ab 16 Uhr und um 18.45 Uhr ist Einschluss. Der Tag in der JVA ist fest durchgeplant. Der Bau des damaligen Zucht- und Arbeitshauses begann 1724. Seit 1735 landeten dann hier Verbrecher hinter Schloss und Riegel. Heute hat das Gefängnis Platz für 890 männliche Gefangene. Dafür sind 364 Bedienstete im Einsatz. Einen großen Teil des Tages in der JVA macht die Arbeit aus. Dabei gibt es verschiedene Angebote. Ja, wir haben in der JVA sogenannte externe Betriebe als reine Dienstleistungsbetriebe, wo wir also einfache Arbeiten mit den Gefangenen durchführen. Zusätzlich haben wir in der JVA Eigenbetriebe wie zum Beispiel Schlosserei, Schreinerei, Bäckerei etc., wo wir auch Lehrlingsausbildung mit durchführen. Bei der Arbeit haben die Gefangenen natürlich auch Zugriff auf Werkzeuge und spitze Gegenstände. Da diese als Waffenzweck entfremdet werden können, kontrollieren die Beamten hier die Häftlinge natürlich besonders. Wenn die Arbeit ruht, haben die Insassen in der JVA St. Georgen Freizeit. Diese können sie auch im eigenen Haftraum verbringen. Dort können die Gefangenen Fernsehgeräte, Bücher oder auch Spiele zur eigenen Unterhaltung nutzen. Daneben gibt es eine Stunde garantierten Hofgang pro Tag an der frischen Luft. Und viele weitere Angebote in der JVA. Also Freizeitaktivitäten in der JVA Bayreuth gibt es sehr viel. Wir haben unter anderem ein Sportangebot für den Außenbereich, sprich Fußballspielen, Basketballfeld haben wir. Für den Innenbereich haben wir einen Musikraum, da können Bands üben, sowie Tischtennisplatten. Und unter anderem haben wir auch Chor, Sprachkurse und vieles mehr. Das Angebot vor Ort ist den Umständen entsprechend groß. Und auch wenn die hohen Mauern, der spitze Zaun und die Gitter vor den Fenstern alles andere als einladend erscheinen, sind regelmäßig Tiere zu Besuch in der JVA und halten sich dort im Freien auf. Enten. Daher haben die Insassen ihnen auch eine eigene, kleine, eigenständige Stadt errichtet.